Also jetzt mal ganz ehrlich, Herr Wilhelm. Kann es sein, dass Sie sich hier sozieren, weil Sie Angst haben, dass er Ihnen das später nachtragen wird? Der kommt doch sicher wieder ganz heil aus der Nummer raus und behält wahrscheinlich noch seinen Job hinterher. Und wenn ich dann noch meinen Job habe, dann wird er mich noch viel mehr mobben. Jeder andere würde zittern vor Angst, wenn er da auf dem Stuhl sitzen würde. Was redest du denn da? Herr Straßmann, Sie halten jetzt einfach mal den Mund. Seit wann hast du denn Angst vor mir? Sie sollen den Mund halten. Ah, ist ja gut. Und Sie brauchen hier wirklich vor ihm keine Angst zu haben. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Das müssen Sie aber, außer Sie würden sich mit einer Aussage hier vielleicht selbst belasten. Ansonsten müssen Sie aussagen. Aber ich brauche doch meinen Job. Jetzt erzählen Sie mal vom Tattag. Machen Sie einfach. Ich habe doch bereits gesagt, dass ich mich nicht erinnern kann. Herr Vorsitzender, ich glaube, wir können hier keine wahrheitsgemäße Aussage erwarten, solange der Angeklagte anwesend ist. Das befürchte ich allerdings auch. Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigung, 2740. Ich verlasse freiwillig den Raum. 2740 StPO einverstanden ist, dann geht folgender Beschluss. Gemäß § 247 Absatz 1 Satz 1 StPO wird der Angeklagte während der Vernehmung des Zeugen Wilhelm des Sitzungssaals verwiesen, weil zu erwarten ist, dass dieser in Anwesenheit des Angeklagten nicht die Wahrheit sagen wird. So ist es nun mal, ja? Also raus, bitteschön. Ja? Also, Herr William, jetzt atmen Sie mal durch und dann können wir jetzt hoffentlich, oder? Ja. Also. Natürlich habe ich das Auto gesehen. Und zwar schon ganz früh auf dem Parkplatz. Das Auto meines Mandanten war kaputt und wurde die ganze Nacht über nicht bewegt. Also er ist ja auch am Vorabend schon mitgenommen worden von der Kollegin Drögst. Janine Drögst. Nee. Das verstehen Sie falsch. Ich habe das Auto bereits gesehen am Abend vorher. Und da stand es an der Ausfahrt auf unserem Parkplatz. Ja. Und am nächsten Morgen stand es drei Plätze weiter. Und das weiß ich so genau, weil ich nämlich drei genau daneben geparkt hatte. Und was mir aufgefallen ist, dass am Morgen die Rücksitzbank zurückgeklappt war. Und das war nicht am Abend noch gar nicht. Naja, die war zurückgeklappt, weil der Angeklagte den Stuhl da transportiert hatte. Wissen Sie noch, wann Sie abends und wann Sie morgens den Wagen des Angeklagten gesehen haben? Abends muss das so gegen 5:30 gewesen sein und morgens 8:30 circa. Ich habe so den Eindruck, Sie sagen nicht ganz die Wahrheit. Wir haben ja alle mitbekommen, dass Sie mit Ihrem Chef nicht besonders gut zurechtkommen. Überlegen Sie lieber noch mal. Ja, aber das kann man jetzt so auch nicht sagen. Ich meine, der Herr Straßmann, der ist nicht immer freundlich. Mhm. Und manchmal kann er auch gemein sein. Manchmal stellt er auch alle ins falsche Licht, nur um selber gut dazustehen. Ja, und ganz besonders Sie haben damit zu kämpfen, oder? Ja, aber das hat hiermit ja gar nichts zu tun. Ja, das sehe ich auch schon. Ich meine, der Straßmann, der war schon immer scharf auf den Posten vom Krause. Und manchmal hat er auch Vertretung gemacht. Und da hat er sich ständig aufgespielt und so weiter. Und eigentlich bin ich mir auch sicher, dass der Straßmann den Stuhl angesägt hat. Und dabei habe ich den Herrn Krause auch so gerne. Das ist nämlich ein echt toller Chef. Der Straßmann hingegen, der kann wirklich gemein sein. Und der pümmelt immer nur rum und macht alle fertig. Und mich hat er auch schon mal ganz gemein beschimpft. Und das fand ich gar nicht gut. Mhm. Aber das habe ich auch meiner Mama erzählt. Mann, Hänschen, du und deine Mutter, das geht aber auch gar nicht. Außerdem war ich neulich bei meiner Mama eingeladen. Und da hat der Straßmann mir so viel Arbeit aufgehalst, dass ich da viel zu spät hinkam. Die ganze Arbeit, die er nicht geschafft hat, weil er der Janine lieber am Po rumgefummelt hat. Und auch sonst. Musste ich immer die ganze Arbeit machen bis spät in die Nacht. Und er hat dafür die Lorbeeren einkassiert. Bis vor kurzem hat er mir noch das Gefühl gegeben, dass wir so eine Art was wie Freunde wären. Aber das alles hat er nur benutzt, damit ich seine Arbeit übernehme. Und hintenrum hat er mich ganz schön verarscht. Wieso? Was hat er denn gemacht? Also, einmal, da war ich in der Teeküche. Und als ich rauskomme, stehen da alle Kollegen und sind am Grölen und am Jubeln. Und wusste gar nicht, was los ist. Da sehe ich den Straßmann, wie er mich total gemein nachäfft. Das fand ich echt gemein. Und alle haben sich total beöbelt. Ja, Herr Wilhelm, es geht aber heute um die Straftat, die mein Mandant begangen haben soll. Und nicht um irgendwelche zwischenmenschlichen Probleme, die Sie miteinander haben. Aber das war nicht witzig. Ja, das glaube ich Ihnen ja auch gerne. Dann hat sie sich zwei schwarze Socken unter die Achseln geklemmt. Das sollten Schweißflecken sein. Und dann hat er sich über meine Mama lustig gemacht. Und noch am Abend zuvor hat er total freundschaftlich mit mir geredet und hat sogar einen Kollegen lang gemacht, der sich über mich lustig gemacht hat. Und daraufhin habe ich Arbeit für ihn übernommen und habe die halbe Nacht gearbeitet, weil er angeblich zu irgendeiner Familienfeier musste. Aber als ich dann am nächsten Tag festgestellt habe, wie er mich so nachäfft, da war das aus mit der Freundschaft. Da hatte ich keine Lust mehr. Was ich dann noch herausgefunden habe, dass diese Familienfeier gar nicht stattgefunden hat. Das hat er nur gemacht, dass ich seine Arbeit übernehme. Das war echt gemein. Und Sie haben das offensichtlich immer noch nicht verkraftet. Sie haben sich ungerecht behandelt gefühlt. Ja, natürlich. Ich meine, der Straßmann, der hat auch ständig meine Ideen geklaut, wie man so die Abläufe in der Firma optimieren kann und so weiter. Und hat sie dann der Geschäftsleitung vorgestellt. So, als wären es seine Ideen. Ich kann eigentlich nur daraus schlussfolgern, nach alledem, was Sie hier so sagen, dass Sie hier und heute die Chance für eine Retourkutsche sehen, ja? Sie wollen es Ihrem Chef halt auch mal zeigen,
und wollen ihm mal so richtig eins reinwürgen. Und wissen Sie was? Das würde ich gerne. Aber ich sage trotzdem die Wahrheit. Und was war eigentlich mit dieser Metallsäge, die laut Ihrer Aussage bei der Polizei Ihr Chef, also der Angeklagte, von Ihnen ausgeliehen hat? Ja, das war so. Ungefähr eine Woche vor dieser Sache, da kam der Straßenmann auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich ihm eine Säge leihen könnte. Also habe ich sie ihm mitgebracht, so als Freund. Mhm. Und als der Sturz von Krause war, da habe ich gefragt, ob ich die wiederhaben könnte. Und da hat er auch tatsächlich so getan, als wenn ich ihm die niemals geliehen hätte. Und bis heute behauptet er das. Verdammter Vollidiot! Mann, ihr so eine Kacke! Das sehe ich ganz genauso. Mist. Das ist das Handy eures Mandanten, oder? Ja, Herr Vorsitzender. Darf ich das mal sehen, bitte schön? Gerne. Hab ich irgendwas gehört gerade? Hallo? 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 Scheiße. Aufgelegt. Also wer immer dran war, aufgelegt. Man kann auch nicht sehen, wer da angerufen hat, oder? Doch, das kann man eigentlich schon sehen. Und das ist eigentlich hochinteressant, was man da sehen kann. Hier steht Oberchef. Könnt ihr Mandant sein, Frau Verteidigerin? Darf ich jetzt wieder? Einen Moment bitte noch, Herr Straßmann. Einen kleinen Moment. Eigentlich haben wir alles mit dem Herrn Wilhelm besprochen. Ja. Dann nehmen Sie bitte hin Platz, Sie bleiben unweilig. Dann holen Sie ihn jetzt bitte wieder rein, Herr Seelhoff. Herr Straßmann, jetzt können Sie wieder kommen. Na, Hänschen, konntest du deinem Seelchen etwas Freiluft machen? Na, lustig ist das nicht. Das werden Sie gleich erfahren. Ich habe zuerst eine Frage. Ist das zufällig Ihr Handy? Das ist... Ja, das ist mein Handy. Warum? Warum? Hat es geklingelt? Oder es tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich war mir sicher, ich hätte es ausgemacht. Schauen Sie mal, interessanterweise gab es da eine Verbindung mit dem Oberchef Wilder Hengst Straßmann privat. Mhm. Oh nein, es ist auch an. Bin ich mal aus Versehen auf eine Taste gekommen. Das ist mir jetzt wirklich unangenehm. Ja, dieses moderne Zeugs. Das ist ja alles nicht mehr so einfach in unserem Alter. Nicht wahr, Herr Richter? Sie haben nicht zufällig versucht, mitzuhören, was der Zeuge Wilhelm hier sagt, während Sie draußen sind, oder? Ich habe nicht mitgehört, natürlich nicht. Wenn, dann bin ich vielleicht aus Versehen auf eine Taste gekommen. Kann ja mal passieren, oder nicht? Jetzt nehmen Sie Ihr Handy und machen Sie wirklich aus. Beide. Aus. Aus. Ganz aus. Alle beide. Versprochen. Ich fasse für Sie mal kurz zusammen, was hier vorgefallen ist, während Sie draußen waren. Da haben Sie einen Anspruch drauf. Der Zeuge hat gesagt, dass er am Abend des 8. Februar um 17.30 Uhr und am nächsten Morgen um 8.30 Uhr Ihr Auto auf dem Firmenparkplatz gesehen hat. Am Abend direkt neben am Ausgang mit ganz normaler Sitzbank. Und am nächsten Morgen drei Plätze weiter mit zurückgeklappter Rückbank. Er hat außerdem angegeben, sie hätten ihn angelogen, Freundschaft vorgespielt, sie hätten am Ende nur ausgenutzt, seine Ideen gestohlen, sie hätten ihm Arbeit machen lassen, die eigentlich ihre gewesen wäre und so weiter. Und außerdem sollen sie sich eine Woche vor der Tat von ihm eine kleine Metallsäge ausgeliehen haben. Ach, die Säge wieder. Hänschen kann's nicht lassen. Damit hat er mich schon die ganze Zeit über genervt. Ich habe nie eine Säge geliehen. Und auch ansonsten sind seine Aussagen die reinsten Hirngespinste. Damit auch er einmal im Mittelpunkt steht. Das ist alles. Nichts davon ist wahr. Dann machen wir einfach mal weiter mit der nächsten Zeugin. Janine Dirks, bitte. Wie sollten Sie mal von hinten sehen? Ja, jetzt ist gut. Ich mache mir selber ein Bild. Was für ein Spiel. Guten Tag, Frau Dirks. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Hallo. Als Zeugin vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. 55 StPO, auch Sie belehre ich. Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Sie heißen Janine Dirks, 22 Jahre alt. Sie wohnen in München, sind ledig und Sekretärin. Ja, von Bernhard Straßmann. Verwandt oder verschwägert sind Sie nicht mit ihm. Na, knabbert kleiner Hans Haas wieder brav seine Möhrchen? Jetzt lassen Sie doch den Arm ganz mal in Ruhe, Straßmann. Genau, lass mich doch mal in Ruhe. Die hat mir die Mama mitgegeben, falls das hier mal länger dauert. Und dann scheinst du das ja auch. Also jetzt außerdem habe ich Hunger. Jetzt passen Sie mal auf, Sie sind ja nicht in der Kantine. Entweder packen Sie es ganz schnell weg oder Sie gehen raus, wenn Sie es nicht mehr aushalten vor Hunger auf Möhrchen. Ja? Süß, die Hallo. Mutti. Aber ob die Mutti das so lustig findet, dass ihr Hans so eine Petze ist? Ich bin gar keine Petze. Ob es der Herr Richter so lustig findet, dass Sie zu allem Ihren Senf dazugeben müssen? Glauben Sie, der findet es lustig? Jetzt geht es heute um den Abend des 8. Februar, um den Morgen des 9. Februar. Waren Sie da irgendwann mal mit dem Angeklagten zusammen? Ja, am 8., am Abend. Weil er hat mich gefragt, ob ich ihn mitnehmen kann, weil sein Auto nicht angesprungen ist. Das war eine spontane Frage, ja?
nicht so spontan, weil er hat mich schon am Mittag gefragt, weil eben da sein Auto schon nicht gegangen ist. Und natürlich nehme ich ihn sehr gerne mit. Wieso wussten Sie denn schon am Mittag, dass Ihr Wagen abend nicht anspringen würde? Weil ich mittags schnell was zu essen holen wollte. Und da ist er eben nicht angesprungen. Wann genau sind Sie dann abends aus dem Büro raus? Gegen 18 Uhr. Und haben Sie da das Auto des Angeklagten irgendwo auf dem Parkplatz gesehen? Ja, das stand direkt bei der Einfahrt. Und am nächsten Morgen? Am nächsten Morgen habe ich ihn auch mit ins Büro genommen. Da waren wir so gegen 9:30 da. Also der Stuhl muss ja irgendwann abends zwischen 18.30 Uhr und morgens 8 Uhr angesägt worden sein. Zu diesen Zeiten war mein Mandant nicht in der Firma. Er konnte den Stuhl also weder mitnehmen noch zurückbringen. Wenn meine Zeugin glaubt, was ich nicht tue. Ne? Ihr Mandant hat natürlich den Stuhl mitgenommen und hat dann in aller Ruhe nachts den Stuhl präpariert. Das kann nicht sein. Wieso kann das nicht sein? Weil er bei mir war. Über die Nacht. Wie soll ich das verstehen? Heißt das, Sie haben eine Affäre mit Ihrem Chef? Oder? Affäre, Beziehung. Mal gucken, was sich daraus noch ergibt. Schön, wird immer besser. Ne? Also Sie haben ihn nicht nur mitgenommen, Sie haben ihn mit zu sich genommen. Verstehe ich das richtig? Ja? Ich würde ein bisschen aufpassen, Frau Dröst. Lügen stehen den meisten Leuten nicht sehr gut vor Gericht. Das kann ich Ihnen sagen. Ich lüge doch nicht. Ja? Nee, überhaupt nicht. Weil damals haben wir eben es noch ein bisschen geheim gehalten mit unserer Affäre. Und ich dachte dass es ganz egal ist, was ich jetzt aussage, ob ich jetzt seine Geliebte bin oder nicht oder was auch immer. Sie haben eine 6-jährige Tochter, stimmt das? Sie sind alleinerziehende Mutter. Ja. Gut, dass Sie ihn haben. Bei ihm haben Sie die flexiblen Arbeitszeiten, die Sie brauchen als alleinerziehende Mutter. Und wenn es mal hart auf hart kommt, dürfen Sie Ihre Tochter sogar mit in die Arbeit bringen. Ist doch richtig. Ja, und dafür bin ich auch sehr dankbar. Das müssen Sie auch sein, zumal Ihr Job einige Male Sie auf der Kippe stand. Da gab es zig Entlassungen, aber aus irgendwelchen Gründen sind Sie nicht entlassen worden, weil da wieder Tricks und Hintertüren von Ihrem Vorgesetzten genutzt wurden. Frau Dröks ist eine fähige Mitarbeiterin. Ja. Das ist doch klar, dass ich mich als Chef für Sie einsetze, und oder? Genau den Einsatz erwarten Sie jetzt auch eben von ihr mit einem falschen Alibi. Ne? Und Sie machen dann mit, Frau Dröks, weil Sie ganz genau wissen, wie abhängig Sie von Ihrem Chef sind. Der kann ganz schnell dafür sorgen, dass Sie Ihren Job verlieren. Dass Sie nicht mehr sorgen können für sich und Ihre Tochter. Und das darf nicht passieren. Deswegen sorgen Sie jetzt für ihn, indem Sie uns hier Quatsch auftischen, auf gut Deutsch. Ich würde nie eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter bevorzugen. Sie bevorzugen jeden, der Ihnen gerade nützt. Das ist wahr. Wenn Sie von jemandem glauben, dass er Ihnen nützlich sein kann, dann erzählen Sie ihm Gott weiß was und versprechen ihm Geld, Gold, ein sorgenfreies Leben. Und wenn er Ihnen dann nicht mehr von Nutzen ist, dann lassen Sie ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. So, und wenn es ganz blöd kommt, machen Sie denjenigen dann auch noch vor versammelter Mannschaft fertig. Also das lasse ich jetzt so nicht auf mir sitzen. Das hätte Ihnen doch alles der kleine Hansemann eingeredet. Ach, ist doch gar nicht wahr. Der ist doch nur sauer, weil das mit der Freundschaft zwischen uns nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat. Bleiben Sie ganz ruhig. Er ist immer beleidigt, wenn ich ihn aufziehe. Das ist doch alles nur Spaß. Das müssen Freunde doch abkönnen. Hänschen, ich will ja auch dein Freund sein. Aber Freunde müssen auch zusammenhalten und dürfen sich nicht gegenseitig reinreiten. Oder wie siehst du das? Ich gehe da auch nicht wegen dem kleinsten Fehler von dir zu Krause oder nach ganz oben. Sagen Sie mal, hat der mit dem Handy, hat der meine Aussage mitgehört? Heimlich? Und jetzt macht er einen auf Kumpel hier und versucht sogar, dass ich meine Aussage revidiere vielleicht? Oder sogar für ihn lüge? Da hat er sich geschnitten. Das mache ich nicht. Hänschen, keiner soll hier lügen. Aber ich bin dir oft zur Seite gestanden. Und das solltest du nun auch nicht vergessen. Dass Sie mich hier bespitzeln, das ist ja wohl das Allergrößte. Da werde ich ja richtig wütend. Und du, Janine, wie kannst du es mit so einem aushalten? Stört dich das gar nicht, dass er hinterm Rücken alles und jeden runtermacht? Jetzt ist aber gut, ja? Nee, jetzt ist nichts gut. Das hat mir meine Mama auch mitgegeben. Ich soll nicht immer klein beigeben. Und der Strassmann, der nutzt die Janine sowieso nur aus. Ja, das glaube ich nicht. Inwieweit denn? Weiterhin müssen Sie die Wahrheit sagen? Na, der meint das null ernst mit der. Der macht zweimal dumme Kommentare über ihren Hintern. Aber dann, wenn man ihn fragt, ob die zusammen sind, dann streitet er das komplett ab. Und außerdem bist du nicht die Einzige, mit der er ins Bett will. Das hat er schon bei ganz anderen probiert. Jetzt hör aber auf, okay? Es ist genug. Bernhard würde sowas nie machen. Doch, es ist so. Bei mir hat das auch versucht, als ich so traurig wegen dem Krause war. Da hat er mir doch wirklich einen Klaps auf den Hintern gegeben und meinte, es gibt noch andere Männer mit Connections für ganz oben. Mein Gott, das war doch nur Spaß. Was sind die alle empfindlich hier? Man darf ja keine Späßchen mehr machen, Mann. Und Straßmann hat auch so einige Bettgeschichten über dich rum erzählt. Und so ganz Privates. Jetzt hör mal auf. Sowas würde er nie machen. Doch. Von der Sache habe ich auch gehört. Was? Das kann jetzt nicht sein, oder? Was? Was erzählst du rum? Warum erzählst du sowas? Warum? Ich habe immer alles für dich gemacht und du erzählst sowas rum. Du hast doch gesagt, dass wir zusammenziehen mit meiner Tochter. Oh Gott, das ist so wahnsinnig peinlich. Nein, das ist peinlich. Das haben jetzt alle gehört. Schön, dass das mal was wird denn das jetzt? Nein. Lass mich los. Geh einfach nur weg, okay? Ich will nichts mehr von dir wissen. Und ich habe dich immer gedeckt in deinem blöden Büro. Ich habe dich immer gedeckt und ich habe immer zu dir gehalten. Das kann doch echt nicht wahr sein.
wahr sein. Haben ihn immer gedeckt, haben sie ihn auch hier gedeckt. Ja, ich hab gelogen. Eigentlich wollte ich einen Abend mit ihm zusammen heimfahren. Aber er hatte irgendeinen blöden Termin. Am nächsten Morgen musste er ganz früh aufstehen. Das heißt, er war also noch da, als Sie die Firma verlassen haben am Abend? Ja. Und am nächsten Morgen, als ich gekommen war, war er auch schon im Büro. Ich weiß also nicht, ob er diesen Stuhl mitgenommen hat und ihn abgesägt hat. Na, die zurückgeklappte Rücksitzbank spricht auf jeden Fall dafür. Na, auch die anderen Aussagen sprechen dafür. Eigentlich spricht alles dafür. Mein Gott! Wenn ihr alle gegen mich seid, dann könnt ihr doch einfach woanders hingehen. Aber mir jetzt hier so einen Karren fahren. Wegen so einem Laffen habe ich 2 gesunde Zähne verloren. Jetzt aber Schluss mit dem Zwergenaufstand, ja? Genug! Mal ganz langsam. Wieso haben Sie ihm dann behauptet, dass der Angeklagte mit Ihnen am Abend nach Hause gefahren wäre, die ganze Nacht bei Ihnen gewesen wäre und am nächsten Morgen wieder gemeinsam zurück? Hat er Sie darum gebeten, dass Sie das so sagen? Er hat mich halt gefragt, und ob ich Ihnen helfen kann, und da habe ich es halt gemacht. Aha. Gut. Weitere Fragen? Keine, danke. Fragen keine. Können Sie stellen an die Zeugen, wenn Ihnen da was Vernünftiges einfällt. Gut, dann bleiben Sie unvereidigt. Genauso bleibt der Herr Wilhelm unvereidigt. Nehmen Sie bitte gerade hinten noch Platz. Wir haben noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister. Der Angeklagte ist bisher nicht vorbestraft. Keine Eintragen. Irgendwelche Erklärungen noch? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt. Uns riecht, Frau Verteidiger, manchmal denke ich, dass Falschaussagen einfach noch härter bestraft werden müssen. Frau Drücks, bei allem Mitleid mit Ihnen. Und ich sehe ja, wie mit Ihnen auch da mitgespielt wurde. Hier so dreist zu lügen. Ich meine, Straftaten passieren ist eins, aber es uns derart zu erschweren, Straftaten aufzuklären, das ist schon eine Schande aus meiner Sicht und gefährdet einfach unseren Rechtsstaat. Aber es hilft nichts. Wir haben es ja am Ende geschafft. Sie sind ja auch zum Glück umgefallen, haben sich eines Besseren besonnen. Und damit ist alles für mich klar, Herr Straßmann. Wollen Sie mich einfach mal anschauen, Herr Straßmann? Sie sind schuldig. Ja? Und zwar haben Sie massiv hier strafbar gemacht wegen gefährlicher Körperverletzung. Ich lachte erst mal ein bisschen. Jetzt schauen Sie mich mal an, was ich jetzt mache. Buh. Und wissen Sie, warum ich das mache? Weil ich Ihnen mal, eins zeigen möchte. Jetzt bin ich gerade mal in dieser Position ein bisschen mächtiger als Sie. Und das sind Sie die ganze Zeit in Ihrem Job. Lachen die Leute aus, machen Buh und Bah und so weiter, weil Sie mächtig sind und mit Leuten spielen. Und vielleicht merken Sie mal selbst, was das für ein Gefühl ist. Das ist nämlich gar nichts. Aber ich habe nur gespielt. Das war nur ein Spaß eben. Ich mache den Job hier sehr ernst und sage Ihnen, dass das, was Sie gemacht haben, tatsächlich ganz dramatisch ist. Das waren gefährliche Verletzungen, die Sie dazugefügt haben. Das Gesetz spricht ja bereits von einer Mindeststrafe von 6 Monaten, Freiheitsstrafe. Und ich denke, dass wir da längst nicht bleiben können bei den Verletzungen. Und wenn ich sehe, wie Sie da alles eingefädelt haben, bis hin zum Overhead-Projektor, genau überlegt haben, wie können Sie so massive Verletzungen hervorrufen, dass Sie in der Karriereleiter weiter aufsteigen können. Ich denke, dass hier eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten Schuldtat angemessen sind. Und ich denke hier, dass das Ganze gerade noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigerin, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ja, es gibt keinen Zweifel, dass mein Mandant schuldig zu sprechen ist und er ist auch zu bestrafen. Aber es ist doch nicht unsere Aufgabe, Herr Staatsanwalt, hier die beruflichen Folgen mitzuregeln, sondern er ist für das zu bestrafen, was er getan hat. Ja, und wir haben uns ein Bild von seiner Persönlichkeitsstruktur gemacht. Die ist nichts für Zartbeseitete und nicht jedermann kommt auch mit dieser Art von Humor zurecht. Das gebe ich zu. Ja, und mit dieser Tat hat er sicherlich auch den Bogen überspannt und ja, die Grenze einfach vom Scherz zum Schmerz überschritten. Und ich denke, das hat mein Mandant heute auch kapiert, weil bislang hatten seine Scherze keine Folgen. Aber was die Tatfolgen anbelangt, so darf ich vielleicht anmerken, wir haben festgestellt, auch die Verletzungen von Herrn Krause, die werden vollständig verheilen. Ja? Und die Enttäuschung, die hier die Zeugin Drücks natürlich erfahren musste, das ist eher eine Privatangelegenheit. Da kann man vielleicht noch gerade strafschärfend hinzufügen, dass er versucht hat, sich ein falsches Alibi zu verschaffen. Ja? Nichtsdestotrotz, meine ich, kann hier noch eine Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Ja, als Höhe stelle ich mir vor 8 Monate. Danke, Frau Verteidigerin. So, Herr Straßmann, jetzt sage ich Ihnen mal was. Sie können sich jetzt selbst verteidigen. Sie haben das letzte Wort. Aber Sie haben gehört, was der Herr Staatsanwalt hier beantragt. Ja? Das ist das, was im Raum steht. Und Sie haben auch mitbekommen, dass selbst Ihre Verteidigerin überzeugt ist, dass Sie die Tat begangen haben. Und jetzt frage ich Sie doch mal, ob Sie nicht in Ihrem Schlusswort ein bisschen mal über Ihren Schatten springen wollen. Das ist die Gelegenheit. Sag ich Ihnen nur so unter Freunden. Ja? Also, jetzt haben Sie Schlusswort. Also, mir tut das ehrlich leid, dass die Janine so böse auf mich ist. Ich mag sie nämlich wirklich gern. Und ihre Tochter auch. Ja, und das mit dem Grause... Das sollte alles nur Spaß sein. Ich wollte, dass er vom Stuhl fällt und alle lachen über den und mehr nicht. Gut, dann verkündige ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung.
Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Bernhard Straßmann ist schuldig gefährlichen Körperverletzung § 223 Absatz 1 zur 24 Absatz 1 Nummer 2 und 3 Strafgesetzbuch. Wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Es ergeht noch der Beschluss. Die Bewährungszeit dauert 2 Jahre. Dem Angeklagten wird auferlegt, an den geschädigten Frank Krause ein Schmerzensgeld von 8.000 Euro zu bezahlen. Ja, schon an der Schmerzensgeldhöhe müsste Ihnen eigentlich klar werden, dass jetzt Schluss ist mit lustig und dass das alles andere als ein Witz war. Ja? Der Staatsanwalt hat viel mehr als Buh gemacht. Er hat Ihnen nämlich genau richtig gesagt, warum das kein Witz ist, was von Ihren Führungsqualitäten zu halten ist und was vor allem von dieser Tat zu halten ist. Ja? Sie müssen sich nur mal dieses Bild da oben anschauen, dann wissen Sie, was letzten Endes die Qualität dieser Tat war. Trotzdem bin ich näher beim Antrag der Frau Verteidigerin geblieben, weil nach Ihrem Plädoyer Sie über Ihren Schatten gesprungen sind und auf mich den Eindruck gemacht haben, als hätten Sie jetzt kapiert, was Sie sich da geleistet haben. Sie sind wirklich der Einzige gewesen, der darüber jemals gelacht haben. Wegen des Geständnisses, weil ich Ihnen glaube, dass Sie die gravierenden Folgen im Voraus nicht bedacht haben, reichen 9 Monate zur Bewährung hier aus. Gegen das Urteil kann auch innerhalb einer Woche Berufung der Revision eingelegt werden. Joachim Ringelnatz hat gesagt, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Eins muss ich Ihnen mal sagen, bei Ihrem Humor platzt mir absolut der Kragen. Und ich glaube, jedem platzt der Kragen. Ja? Schlimm ist ja gar nicht das Niveau Ihres Humors, sondern dass Sie Ihre Witze auf Kosten anderer machen. Ja? Und gerade von Vorgesetzten ist es wichtig, ja, nur der, der über sich selber Witze machen und lachen kann, der wird ernst genommen. Ja, jetzt machen Sie kein so ein langes Gesicht, sonst muss ich Sie noch mit meine Art von Humor hier belästigen. Fernandel, den kennt man eher als Don Camillo. Der hat gesagt, man sollte kein langes Gesicht machen. Allein schon deshalb, weil man dann viel länger zum Rasieren braucht. Vor heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Janine Dröxt wurde wegen versuchter Strafvereitelung zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 50 Euro, also insgesamt 2.500 Euro, verurteilt.